So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe wie immer den Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Food Chain Goblins gegen Findelbender Toolbox. Geht ja. Es mehr auf Meter? Ja. Einer von beiden müsste UR Pros sein. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall zwei sehr, sehr coole Decks. Findelbender Toolbox hatten wir ja schon auf dem Channel schon mal als Gameplay oder auch als Deck-Tag. Ja. War sehr, sehr, sehr beliebt bei euch, deshalb freue ich mich auch hier, dass wir den wieder dabei haben können. Food Chain Goblins ist eine relative Neuerung, die mit Modern Horizons 2 Power bekommen hat. Ja, durch den Ignoble Hierarch. Genau, den Ignoble Hierarch, ja, genau. Ja. Und ja, genau, und diesem komischen wie heißt der Squee, den du aus dem Exile casten kannst? Ach ja, ja, stimmt. Genau, und damit halt eine Infinite-Mana-Kombo. Mit Food Chain. Genau, plus man hat ja natürlich jetzt den Vorteil, man hat sehr gute Goblins, die man reinlegen kann, indem man zum Beispiel Muxus legt. Ja, der Muxus ist ja dann immer noch die Win-Condition. Wie der ist vor allem so günstig geworden. Echt? Yes! Jetzt sind wir für irgendwie 8, 9 Euro. Und am Anfang war der irgendwie bei 50, 60. Ich kenne Leute, die haben dort bezahlt. Ja, ich auch. Die spielen gerade. Ja, sehr cool. Ich finde das sehr, sehr cool mit diesen Chips. Mit diesem Goblin drauf finde ich eine sehr coole Idee, vor allem weil es einfach Holz ist. Ich mag das. Gelaserte Holzchips. Ja. Auf der anderen Seite haben wir Findelbender Toolbox hat jetzt einfach gefetcht und spielt jetzt eine. Tight Hollow Skala. Da ist ein. Da ist ein Muxus, da ist der Goblin, der Eile gibt und da ist der Goblin, der +1/+1 und Eile gibt. Und die anderen vergünstigt. Ja. Ich glaube hier würde ich tatsächlich den, der +1/+1 und Eile gibt, nehmen. Aber hier wird der genommen, der vergünstigt und +1/+1 gibt. Ja, Interp, Draw. Ja, der Lecky ist jetzt halt natürlich so, ja, uncool, aber man hat die was für drei gefunden. Eine Matrone? Matrone. Ja, Matrone sucht irgendeinen Goblin aus dem Deck und nimmt es auf die Hand. Den Cycler ist nicht drin, oder? Der Schaden schießt. Nee, der Cycler nicht, aber der normale 2-Mana 1-1er, der, wenn er ins Spiel kommt, zum Schaden schießt, der ist drin. Genau, da hat Munition Expert. Scrapmaster ist, glaube ich, noch im Sideboard, aber Scrapmaster wäre halt auch richtig strong gegen das Spiel. Tarfire könnte auch drin sein. Ja. Kannst du ja auch suchen. Das stimmt. Auf der anderen Seite, gerade noch Ursa Saga wurde aufgenommen. Oh, Wasteland. Ja. Ich wäre da, glaube ich, auf die farbige Quelle. Wollte ich gerade sagen, hier hätte man eigentlich sogar die farbige Quelle nehmen können, es sei denn, ja, okay, man hat noch ein bisschen was mehr. Ein bisschen untertrieben. Krass, Ursa Saga wird auf der Hand gelassen. Ja. Ja klar, damit du, obwohl, klar. Ja klar, wenn du halt was machen kannst, aber so schiebt jetzt den einen ab, blockt den anderen, das bringt noch nicht so viel. Auf der anderen Seite hat der Flash, man könnte auch einfach Gau sagen. Ja, oder man geht halt einfach dafür, solange halt noch kein Token von der Dings liegt. Der wird abgeräumt, kriegst den wieder auf die Hand. Schwing mit beiden, ja, wenn man hier traden, man muss hier praktisch traden. Ja, den Dings musst du traden. Ja, natürlich ein, okay. Dann mühsam ernährt sich das Eichelhorn. Das ist korrekt. Da ist noch ein Wasteland, da ist noch eine. Es ist keine gute Hand. Da ist ein Fiddlebender, da ist eine. Ist noch eine Wall of the Whispers. Wasteland und Fiddlebender. Dann legt man den Fiddlebender. Der. Ja, dann geht man auf. Ja, der Fiddlebender ist der Artefakte mit eins teurer raussucht. Hier ist halt die Art, das ist Artwork, dieses Sketch-Artwork aus D&D-Set, genau. Also das sieht ja so aus wie die Charakterbögen. Yes. So, da hat man das Tiger. Das ist also diese schwarzrundigen Duels. Aber in Deutsch. Ja, natürlich in Deutsch. Anders kannst du ja nicht bezahlen. Kommt er. Man hat jetzt theoretisch die Möglichkeit, die Foundry sich einen Top da zu machen und die Foundry in was Größeres umzuwandeln. Oder den Topter. Den Topter könnte man in einen Einser umwandeln. Das ist halt die Frage, was noch drin ist. Die Foundry konnte halt in den Nettlesist verwandeln, ne? Ne, die Foundry kostet ja 1. Nettlesist kostet 3. Stimmt, Nettlesist kostet 3. Man könnte halt hier in einen Tightholder-Skala gehen. Ja. Oder was man halt. Ja, doch. Man geht für 0 tatsächlich. Okay. Noch eine Foundry? Warum nimmt man jetzt nicht den Token? Portable Hole? Möglich. Needle.
Okay, was? Wooded Foothills. Wow! Punished für Nichtbenutzen des Fetchlands. Oh mein Gott. Caracas, fuck immerhin. Caracas bounced halt den. Oh mein Gott, bounced nicht? Krass. Hier kommt man. Fiddlebender. Hat der nicht auch einen der 2-2? Geben die Lords nicht eigentlich anderen Goblins? Er gibt allen anderen Goblins +1/+1 und hat, glaube ich, auch Eile. Oder alle Goblins haben Eile. Ich meine, der könnte auch angreifen. Egal. Oh. Caracas hätte ich hier wahrscheinlich eher benutzt, um den Fiddlebender zu bouncen. Ist der Legendary? Yes. Wow. Okay, wird einfach Go gesagt. Hier will man einen dicken Token machen. Mhm. Nicht überlegt, ob man den Needle wieder eins hochtickt in den Zweier. Jetzt noch den, der günstiger macht und dafür reinschwingen, das tut halt schon weh. Das sind dann halt schon 3, 6. Der eine ist, boah, das ist schon eine Menge, was dann rumfliegt. Sehr witzig halt hier einfach, dass man einfach auch mit Food Chain Goblins auch einfach Goblins spielen kann. Man kann einfach Goblins spielen. Ja, du kannst halt Pulen zu Frisse. Genau, das funktioniert mit dem Deck halt auch. Etwas, womit Fiddlebender Toolbox nicht ganz so gut klarkommt tatsächlich. Wenn es pure Aggro angesetzt wird. Es braucht schon so ein bisschen die Decks, die einfach nur rumspielen, sag ich mal. Ja, ja, oder halt so Richtung Kontrolle vielleicht auch. Mhm. Hä? Wie ist der denn reingekommen? Mit nur einem Mana? Ach nee, da oben, der Silke. Den Opfern von Mana, ne? Genau. Hm. Ja, gut, jetzt kann man. Ach, der ist auch Onslaught, ne? Richtig. Geil. Oder Scourge. Scourge oder Onslaught. Ach, so schönes Set. Generell einfach schöne Edition. Also nicht ja. Der ganze Block, so ist es richtig. Da kommen ja aber auch viele von diesen Goblins her. Und dann geht man hier einmal für 6 Mana in Moxus. Uff. Okay. Einmal Glauben haben. Would it? Fury. Das ist fast schon okay, aber aua. Man hat 4 echt gute Goblins gegen 4. Ich hätte erst angegriffen. Jawohl, ne, dann. Ne, er hätte ja auch Eile kriegen können. Dann könnte der Muxus auch angreifen. Und dann kriegt hier 2 Tokens. Ja, okay, er hat Eile auf der Hand. Ja, das stimmt, aber dann triggert der, man zieht die obersten 4. Da sind dann die ganzen guten Goblins. Ja. Krass. Und wow. Ich meine, der Cruddermaker ist auch nicht schlecht. Und man hat jetzt nochmal eine Runde mit dem Fiddle. Plus, man kriegt jetzt beide Ursas Saga-Trigger. Und auf Turn Token ist ein 1, so. Der Fiddlebender ist auch ein Artefakt, ne? Nein, ist 1, er nicht. Das ist das Starke an ihm, 4. Weil er halt Portable Hole einfach suchen kann. Ja, und damit halt den Uf und die, wie heißt sie? Null Rod einfach vernichten kann mit dem Portable Hole. Oh, stimmt. Das ist sehr, sehr stark tatsächlich gegen. Vor allen Dingen kannst du jetzt mit dem Fiddlebender einfach ein Portable Hole suchen. An den Cruddermaker wegnehmen. Ja, oder den Muxus. Ne, der Portable Hole nimmt nur raus mit 2 oder weniger. Ah! Sonst wäre es für einen Mana ziemlich strong. Ja. Oh mein Gott. Lifelink? Ja, hier ist der Beatdown-Plan now. Vor allen Dingen bei 17, 18 oder wie es ja, steht? 17, 18 müsste. Ne, 17, 16 müsste es stehen. Ja, 18, 16 plus. Man hat nur Länder auf der Hand, kann das sein? Oh, man hat die 2 Mana. Eieieiei. Ist die Frage, ob man die Needle in dem was verwandeln möchte? Ja, ist die Frage, ne? Man könnte halt die Needle versuchen zu verwandeln in einen Tidehollow Sculler. Okay, man nimmt was für 1. Das wird wahrscheinlich das Portable Hole sein. Alleine, weil der Cruddermaker sonst den Speer kaputt macht. Ja. Das Portable Hole, Cruddermaker, damit der Speer nicht geht. Schönes Play. Aber man hat deshalb keine Handkarten mehr. Doch, eine noch. Eine noch, aber wahrscheinlich nicht viel, was man noch machen kann. Hat nur die dicken Goblin, die dicken Token. Ja. Und bei den Goblins kommt jetzt gleich eine ganze Menge runter. Es sei denn, die finden immer noch kein Land. Ja, also im Land, was sie benutzen können. Das ist ein Land, das wir benutzen können. Mehr Goblin-Traps.
Jetzt ist nur die Frage, was passiert da jetzt großartig? Ja, der Eile Goblin und der Pile Driver und dann wird alles quergelegt und Frisse. Man hat Pile Driver und Muxus Trigger. Das tut weh. Was? Ja. Was ich gerade sag. Do the math. Ja. Und dann Pile Driver für eins und dann Marv is for Blockers. Hat man Angst. Swords? Ich muss kurz sagen, worauf will man warten? Swords sind im Sideboard. Wenn man das Deck natürlich kennt, das ist natürlich dann immer wieder ein bisschen schwierig. Naja, aber du kannst aber mit dem Swords eigentlich nicht rumspielen jetzt. Nee, du gehst jetzt einfach all in. Also und selbst wenn, kannst du immer noch anfangen wegzusacken mit dem einen genau. Goblin, der Life Drain. Der greift an. Boah. Nur der. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt noch zumindest mit dem Pile Driver, ansonsten hat das keinen Sinn gemacht. Ne, muss auf jeden Fall noch mehr mitnehmen, weil der Pile Driver nur für alle anderen angreifenden Goblins bekommt. Plus 2, plus 0, aber. Ja. Da sieht cool aus. 8, dann ist der 10-2, glaube ich, ne? Da würde ich ja wahrscheinlich sogar noch den 2-2er mitnehmen. Weil wenn er den unbedingt loswerden will mit Eile, schießt du ihm danach einfach alles weg, weil er hat dann entweder Muxus oder den Pile Driver durchgelassen. Das tut immer wieder weh. Er wird auf jeden Fall anscheinend geblockt. Dann gehen die beiden. Da wird eine Menge Damage verteilt. Gibt man auf 8, wenn ich es richtig sehe. Und dann sagt man, okay. Ich schieße dir ins Gesicht. Ja. Okay. Das war Game 1 für Goblins. Yes, tatsächlich sehr, sehr schönes gezeigt, was Goblins eben trotz Food Chain machen kann. Jetzt wäre es halt cool, noch eine Runde zu sehen, was Goblins mit Food Chain machen kann. Das wäre jetzt auch sweet, ja. Ja, vom Sideboard her, ich glaube, Fiddlebender Toolbox hat ein bisschen Turbo Orb und die Plague Engineers, das war's. Turbo Orb reicht aber auch schon. Ja, Turbo Orb ist ziemlich gut dagegen. Food Chain, da haben wir so ein bisschen kurz gesehen. Chalice, ist ganz nett. Chalice auf 0 vor allen Dingen. Yes. Ich weiß nicht, ob die Nilrod im Sideboard spielen, aber wenn, dann könnte man das auf jeden Fall boarden. Oder Meltdown, natürlich. Ja. Meltdown geht natürlich immer. Pillen Needle scheint reingekommen zu sein, wenn ich es hinten die ganz letzte Karte richtig deute. Das kann gut sein. Da wird gemalt. Das zumindest. Bleib ist auch eine Needle in Wasteland auf der Hand von Fiddlebender Toolbox plus ein Duel. Puh. Plus ein Fiddlebender. So eine ordentliche Hand. Jo, sonst vom puren Power-Level her, was glaubst du, wer ist da Favorite eigentlich? Ich würd da glatt auf Goblins setzen, weil die halt auch den Combo-Plan haben. Genau, also gerade der Goblin. Da ist das Food Chain auf der Hand tatsächlich. Das ist jetzt die Frage, das wird wahrscheinlich drunter gelegt, wenn nicht ein krasser Start dabei ist. Okay, das wäre ein Blättergoblin. Malignant gemacht. Was? Das tut weh. Malignant auf 5 ist nie so das, was man sehen möchte. Das ist wirklich immer ganz schlimm. Ja. Das ist nicht schön. Vor allem ist es fast schon egal, mit welchem Deck. Es gibt ganz wenige Decks, die den Malignant auf 6 verkraften. Es gibt auch ein paar, die es tun. Aber Malignant auf 5 verkraften ganz, ganz wenige Decks wirklich. Boah, gut. Ja, dann aber auch wirklich teilweise nur, wenn du wirklich dann immer Hände hast. Ja, so Reanimate. Reanimate, oder? Genau, wollte ich gerade sagen. Entum Reanimate. Dark Red, Entum Reanimate, ein Land. Brauchst du wie viel? Ja. Hast noch ein fünftes Land, aber kann halt irgendwie, keine Ahnung. irgendwas sein. Irgendwas. Da ist ein Ignoble Hierarch. Ja. Das und ein Land, das sieht okay aus. Gerade so ein Aggro-Combo-Deck braucht halt Gas. Needle. Food Chain kann nicht angesagt werden. Nee. Ist eine Mana-Ability. Irgendein Fetchland. Wo? Kratermaker. Ja. Treasure Master. Trashmaster. Trashmaster, genau. Ja, das ist doch relativ viel, was angesagt werden kann. Ja. Ich weiß nicht, ob es genug ist, um so einen Black zu halten. Der Opfer Goblin Drain One Life. Yes, der geht natürlich auch. Oh mein Gott, was für ein Start. Was für ein Start. Portable Hole, Fiddlebender, alles weggenommen, was der Goblin-Spieler hatte. Und wenn der jetzt Turn 2, ja. Das Deck, also Goblin Food Chains hat ja sehr viel auf 3 tatsächlich.
Es ist wirklich so, dass das Deck einiges auf zwei gecuttet hat. Mhm. Kommt ja. Jetzt hier der Goblin? Der Flash-Goblin. Aber der macht nur einen Schaden. Besser haben als nicht haben. Ja, aber... Als Reaktion auf das Wasteland? Ja, aber... Finde ich schon legitim. Der macht halt nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich mir den aufbewahrt hätte. Der schießt nur nach Kreatur, ne? Genau, oder einen Planeswalker. Ja. Beides aktuell sehr irrelevant. Dann könnte man jetzt halt fiddeln. Ja, ich glaube, da überlegt man auch, ob man End of Turn gerade irgendwie den Chromox oder das Ancient Den weg. Ja, oder man nimmt halt, wie gesagt, wieder die Needle und holt einen Skala und kann die Hand vom Mietner sehen und was noch wegnehmen. Nach einem Mulligan ja. Ist so ein Discard immer, immer, immer wehtun. Ne, man geht auf den Einser. Braucht anscheinend keinen Mana. Sonst hätte man das für Mana getappt. Sonst hätte man den Mox für Mana getappt und dann den wegsackt. Was holt man jetzt für eins? Noch ein Puddle Hole? Puh, macht eigentlich keinen Sinn. Mm-mm. Ja, oder man holt was für eins, was man einfach wegschieben kann, wenn man die Piffing Needle behalten will. Ja. Ja, macht der viel gegen Goblins? Ich bin mir nicht sicher. Einfach nur, um den wegzuschapen? Ja, das stimmt. Wegschapen kann man den ganz gut, wenn man die Needle sehr hoch valued. Da ist ein Falldriver. Mhm. Ein Pöbeltreiber. Ja. Ein verpeilter Fluss, wie ich ihn früher übersetzt habe, mit Piledriver. Oh Mann. Autsch. Ja. Sechste, siebte Klasse. Siebte Klasse war das. Englisch für Runaways, ne? Siebte oder achte Klasse. Ja, Englisch für Runaways war das richtig. Ja. Das war schon... Da ist halt jetzt bei Goblins halt echt nicht viel los. Leider. Nee, es ist aber auch schwierig, da jetzt irgendwie was zu machen, weil... Da wird jetzt noch genau. Dann holt man sich jetzt den Skala. Dann scheint man die Needle für sehr wichtig zu behalten. Ja, wahrscheinlich ist das auf irgendeinen Goblin, der Artefakte zerschießt. Ja, das kann gut sein. Ich vermute, es ist der Skala. Oder man holt sich direkt die Torfrau. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wo fliegt die Henne? Auf der anderen Seite sind die... Ja, Beat für 4. Jo. Das tut weh. Leider sind die Würfel aus dem Bild gerutscht. Dementsprechend, meh. Schande. 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 Ja, gibt direkt Nackenschelle ja. Morgen. Genau. Da ist ein Fiddlebender, da ist ein Mox. Ja, jetzt kann man halt ein bisschen rumscalpen, aber eigentlich braucht man... Ist das ein Nettlesist? Das ist ein Nettlesist. Oh, fuck. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Das ist was für ein Pokémon? Das ist, oh Gott, jetzt mache ich mich natürlich peinlich Glaciosa oder so. Das ist die Eis-Evolution von Evoli. Ha. Ich will nochmal überlegen, ob ich für meine Monastery Mentor Token einfach irgendein Pokémon wieder nehme. Genauso wie ich das mit den Professor Eis. Nee, die will ich nicht bezahlen. Ja. Die Menge will ich nicht bezahlen. Das stimmt. Jo, da wurde gewildert und zwar dann jetzt doch die Needle weg. Dann jetzt wahrscheinlich für den Skala, oder? Nee. Oh, für die Boots. Boots. Swiftfoot Boots. Ach du Scheiße. Viel besser. Lightning Greaves. Ja, meine ich. Und Schwingen. Und Shroud. Ja, und danach dem Angriff kann man sie halt wieder auf den Fiddlebender legen, damit der Fiddlebender so geschützt ist. Auf der anderen Seite ist der Fiddlebender einem egal, man hat noch einen auf der Hand. Aber man kann dann auch den Fiddlebender spielen, die Boots equippen und dann mit Eile... Ding, das ist schon cool. Also das Deck ist cool. Da. Okay, es wird beiden angegriffen. Dann hat man wahrscheinlich noch irgendwas. Aber ich wüsste nicht was. Munition Expert. Ja gut, der ist halt ein Portable Hole den Pulldriver. Alter. Gut, der Mulligan auf 5 hat ja echt nicht gut getan. Man hat keinen Länder gezogen. Aber man hat ja die Vergünstiger Goblins auf der Hand, tatsächlich. Ja, und dir fehlt halt jetzt ein Mana. Ja, das macht Aua. Das wird jetzt wahrscheinlich ganz knappes Nünnerschen sein. Ja. Ja, da machst du halt nichts. 1-1.
Ja, sehr schade. Goblins hier, wie gesagt, mit dem Mulligan und dann kein Lender. Das ist halt so räudig, wenn du Mulligan auf 5 machen musst. Hast du fast und wenn du dann auch noch, gut, bist du eh schon ein bisschen getiltet. Und wenn dann noch entweder zu viele oder keine Länder ziehst. Das ist ja so der Standard. Ne? Du bist dann, hast dann schon einen richtig schlechten Tag und dann hast du so mal auf 5 und... Ja, ist tatsächlich nie so geil. Weil ich glaube, das Deck von Torben war Patreon nicht so bekannt, ne? Ich glaube damals noch nicht, nein. Heutzutage vielleicht ein bisschen besser, aber damals war es auf jeden Fall sehr... Wieder mal. Ja, eine Chalice. Da hätte ich vielleicht eine Chalice auf 0 gelegt. Hätte ich eine Chalice auf 0 gelegt, ja. Das ist aber ein bisschen tricky. Du kannst jetzt entweder den Explosive Play vom Gegner runter... Regeln oder du sagst halt, okay, ich gebe die Chalice auf 1, wie jetzt. Ja, für den Long and Steady, aber so viel ist auf 1 tatsächlich gar nicht in dem Deck drin. Nee, der Toolbox zahlt viele, müsste theoretisch, genau. Wenn dann 2 kommen. Auf 2 wäre sehr vernichtend, tatsächlich, ja. Keine Tartarus-Gala, keine Fiddlebänder. Turbo-Up. Stimmt, ja. Aber du kannst halt eine Menge Toolboxen. Ne? Ja, aber die Toolbox kannst du dann halt nicht mehr wirklich machen, weil du dann halt ja den Toolboxer nicht hast. Stimmt, also ich glaube, hier wäre 2 tatsächlich eine sehr, sehr gute Wahl gewesen. Ja. End of Turn Fetchen, man hat also noch Länder auf der Hand, dann den, einen Mox ist auf der Hand. Oh, Titeholder Skull. Muxus, den Squee, den man nicht nehmen sollte, den kann man nämlich aus dem Exile casten. Ja. Und den Shooter. Da würde ich fast schon den Shooter nehmen, einfach weil der Muxus noch ewig braucht, bis er ins Spiel kommt. Und man hat den Turbo Orb auf der Hand. Nett. Mhm. Ja, vor allem die Hand macht halt wieder nicht so wirklich viel. Nee, leider nicht. Du hast ja noch nicht mal... Okay, man nimmt den Muxus. Man hat ja noch nicht mal das grüne Mana offen oder in available für eventuell Top-Deck... Food Chain, ja. Food Chain, das stimmt. Ist halt gerade echt... Da wird der Squee gespielt. Ja. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was der für Stats hat. 3-1, glaube ich, oder 2-1? 2-1, sieht so aus. Ja. Gut, Draw, da ist noch ein Mox. Der Mox ist natürlich doof. 4 Mana. Ja, ist 1-1. Gut, das erklärt, warum man den genommen hat. Ja. Und wenn man jetzt den Turbo Orb hinterherlegen kann, nächste Runde... Dann ist das im. Man kann in diese Runde legen. Ja. Bob. Oh, man legt einen Bob. Bob natürlich hier die Agro-Position. Das ist solide. Man ist sehr weit vorne. Man weiß, der eine Goblin auf der Hand ist tot. Da ist, glaube ich, noch ein Muxus und ein. Ist das Goblin. Ja, das tut auf jeden Fall weh. Gerade weil man halt so Creature-based darauf spielt. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, durch die ganzen Food Chain, Chalice und ähnliches fehlen ihm halt auch manche Dinge. Okay, der geht direkt drauf. Ja, ja, macht man da gerne, einfach um irgendwas rauszusuchen, was man noch machen könnte. Man könnte hier den, Da kommt ein Fortsies. Okay, das tut einfach weh. Man hätte hier einfach den Kratermaker genommen, meiner Meinung nach. Ja. Thoughtseize ist nicht so schlimm, weil es Chalice auf 1 zum Glück. Okay, um den auszugleichen, um allen Goblins +1/+1 zu geben. Auch das eine Idee. Auch. Ja, und der zerstört die Artefakte. Mm-mm, der nicht. Der nicht? Das ist der, der allen Goblins Eile gibt und +1/+1 gibt. Ich hätte jetzt auch mit dem Kratermaker eher gerechnet. Statt sich mit dem rumzuschlagen, dem Typen hätte ich ihn einfach umgenutzt. Aber... ist halt auch eine Möglichkeit, den allen Goblins +1/+1 zu geben. Wird dann jetzt halt schwierig, wenn man nochmal ein Black Engineer oder sowas reinläuft. Ja, ja, und langsam gehen halt dann wahrscheinlich auch einem die Lebenspunkte aus. Jetzt hat man zumindest schon mal 6 gefressen. Ja, da war letzte Runde schon mal 2. Das sind 8, ja. Ja, das tut auf jeden Fall weh. So, let's go. Dann, ja. Dann kommt der Bob-Trigger. Auch Shadowspear, der ist schlecht. Den hätte man gerne mit der Ursachsaga geholt. Ja, man hat nichts zum Reinmischen, ne? Mm-mm. 2. Da passiert nicht mehr viel, du. Nö, Hand ist... Black Engineer. Ja, okay, das ist sauber. Da 2 Black Engineers, dagegen machst du, glaube ich. Hart verprügelt. Nee, das ist, ich glaube, es gibt keinen Goblin außer Muxus mehr, den er casten kann. Den kann er nicht casten, weil er zu viel Mana kostet. Ja.
Dementsprechend ist das dann, glaube ich, gerade wegen der Turbo-Op auch einfach. Hose runter. Schade, schade, schade. Aber Fiddlebender Toolbox gewinnt. Auch sehr, sehr cool. 2-1 gegen Goblins. Plague Engineer ist eine gute Karte gegen Creature Matchups. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.